Alles klar. Gut, hallo zusammen. Vielen Dank erstmal für die Einladung zur Kilux. Ich wurde extra eingeladen, hier ein, zwei Vorträge zu halten. Fand ich ganz gut, dass ich eingeladen wurde. Und ich habe jetzt zwei Vorträge mal ausgepackt. Zwei Vorträge ausgepackt. Einer jetzt gleich um 14 Uhr, nachher dann um 16 Uhr noch ein zweiter. Der erste Vortrag, der hat ein bisschen spröden Titel, der heißt irgendwas mit ASCII Art. Es wird komischerweise vielleicht um ASCII Art gehen. Ich weiß es noch nicht so ganz. Wird das Thema ein etwas anderes sein, aber ASCII Art passt schon mal. Vielleicht mal, einen Augenblick, vielleicht kurz mal ein paar Worte zu mir oder über mich. Ich bin Uwe Berger. Ich wohne in Brandenburg, in Brandenburg an der Havel, in der Stadt Brandenburg. Also es gibt tatsächlich auch eine Stadt Brandenburg im Land Brandenburg. Die Hauptstadt, wer es nicht weiß, von Brandenburg ist übrigens Potsdam. Das ist ungefähr 50 Kilometer entfernt. Ja, ich bin im richtigen Leben Softwareentwickler für MES-Systeme, also Manufacturing Execution Systems. Das ist irgendwie so Zeug, um eine Werkstatt zu steuern, führerlose Transportsysteme durch die Gegend fahren zu lassen, Regalfahrzeuge durch die Regale fahren zu lassen, BDE, also Werkerrückmeldungen, Aufträge durch die Fertigung steuern. Also eigentlich nicht so richtig Softwareentwickler, wie man sich vielleicht denkt, sondern irgendwie so ganz komisches Zeug. Ja, ich arbeite in irgendeinem Maschinenbaubetrieb in Deutschland. Brandenburg hat da eine Zweigstelle. Wir stellen Druckmaschinen her. Den Rest kann man sich dann vielleicht raussuchen aus dem Internet. Ja, privat. Ich bin organisiert in der BraLog, Brandenburger Linux User Group. Beschäftige mich seit, glaube, 95 mit Linux. Und am liebsten baue ich irgendwelches krustes Zeug, programmiere irgendwelche komischen Programme, die die Welt nicht braucht. Und in diesem Vortrag geht es auch um eine so eine Geschichte. Und schauen wir mal, wo uns das Leben hinführt heute. Gut, ein bisschen Motivation. Das ist hier so ein Hackaday. Achso, vielleicht noch vorweg, wenn Fragen sind, einfach in den Chat reinstellen. Die Regie hat mir versprochen, dass sie diesen Chat überwacht und dann eingrätscht, wenn eine Frage da ist. Also kann jederzeit reingegrätscht werden. Ich habe jetzt nicht so ein stringentes Programm, dass ich da aus dem Konzept komme. Also einfach Fragen stellen in den Chat und dann werden wir die mit beantworten. Okay, Hackaday 2013, das war so der Auslöser. Da gab es so einen wunderschönen Beitrag über so eine komische 7-Segment-Matrix. Und ich habe mich damals gefragt, ja, wie funktioniert das? Habe leider nichts gefunden im Internet, hatte auch irgendwie keine Vorstellung, wie das funktioniert, wie man da Bilder auf so eine komische 7-Segment-Display-Matrix bekommt und habe dann zwar angefangen, einen Simulator zu schreiben, weil mich das schon irgendwo interessiert hat, aber dann irgendwann hatte ich keine Idee gehabt, wie man jetzt wirklich tatsächlich Bilder raufbringt. Und just 10 Jahre später gab es dann wieder mal über Hackaday, wieder mal so ein Beitrag, wo es genau um so eine ähnliche Geschichte geht oder eigentlich um eine gleiche Geschichte, auch wieder so eine 7-Segment-Matrix. Und es wurden dort auch tatsächlich bewegte Bilder dargestellt, also da gab es dann auch so eine kleine Videosequenz und auch in Graustufen und das hat mich dann noch irgendwie ein bisschen mehr beeindruckt und dann dachte ich mir, okay, jetzt führst du das Thema mal ein bisschen weiter und überlegst doch mal, wie das funktioniert. Und das wird dann auch im zweiten Teil des Vortrages dann das Hauptthema sein. Gut, was erzähle ich dann eigentlich heute? Ein bisschen was doch über ASCII Art. Also man könnte jetzt natürlich denken, das hat hier irgendwas mit ASCII Art zu tun. Deswegen erzähle ich was über ASCII Art und werde dann das Gegenteil beweisen, dass es eigentlich gar keine ASCII Art ist mit diesen 7-Segment-Anzeigen und den Bildern da drauf. Aber trotzdem, ASCII Art ist eine interessante Geschichte und kann man schon mal gerne in ein paar Slides erklären. Und dann geht es natürlich um das Hauptthema, diese 7-Segment-Anzeige, was das ist, wie das funktioniert, wie meine Simulatoren funktionieren. In Hardware habe ich es noch nicht gebaut, aber da kommen wir dann eben nochmal später drauf. Okay, ASCII Art ist also eigentlich mehr so eine Kunstrichtung, bei der man mit Buchstaben, Ziffern, Sonderzeichen, was auch immer, Bilder, Piktogramme, Videos oder ähnliches darstellt. Gibt es schon relativ lange. Früher hieß das Typewriter Art, als es noch keine Terminals gab, sondern nur Schreibmaschinen, deswegen Typewriter.
Und ist eigentlich prädestiniert dafür, Bilder in einem schnöden Terminal darzustellen, weil Grafikkarten, grafische Betriebssysteme, grafische Oberflächen gab es damals noch nicht. Und deswegen ist diese, ja, ich will sagen, vielleicht sagen, Kunstrichtung ASCII Art entstanden und wird eigentlich immer noch gelebt heutzutage. Hier mal so ein paar Beispiele, ganz einfache Beispiele. Also so eine Piktogramme dort hier oben. Den finde ich ja auch ganz lustig hier unten links in der Ecke. Hat vielleicht jeder schon mal irgendwo gesehen, wenn er in irgendeinem Chat ist, auf der Konsole unterwegs ist oder wo auch immer. Jeder hat da so sein eigenes Ding, der sich dafür interessiert und das unterschreibt damit oder ist im Footer drin oder was auch immer. Dann gibt es natürlich so eine Geschichte, dass es auch Leute gibt, die Fonts aus ASCII-Zeichen zusammenstellen, dort in der Mitte. Und dann natürlich auch so eine tollen Dinge hier, sowas Großes. Ja, also einfach ASCII-Art. Rechts ist dann schon mal ein bisschen was Komplizierteres. Aber in dem Sinne hat es eigentlich noch gar nichts mit ASCII-Art zu tun, wie man vielleicht heute denkt. Es sind eben halt nur so eine Piktogramme, wo irgendwas aus Buchstaben zusammengeklimpert wurde. Wahrscheinlich in stundenlangen Abenden haben die Jungs sich das einfallen lassen, was auch immer. Das ist hier, ja, ich will jetzt nicht sagen ASCII-Art, aber auch eine ASCII-Zeichnung. Das ist hier ein Schaltplan von einer, weiß gar nicht, was das ist. Irgend so ein Monoflop oder Flipflop oder keine Ahnung. Ja, auch egal. Also Schaltpläne, Organigramme kann man auch mit ASCII-Zeichen zeichnen. Gerade so eine Schaltpläne, wenn man dann nicht mit grafischen Oberflächen in irgendwelchen Chats ist oder irgendwas, dann bringen so eine Dinger auch immer viel Hilfe, wenn man dann irgendeine Schaltung erklären will. Es gibt sogar Editoren dafür, wo man dann so eine Schaltung in dieser Art und Weise entwickeln kann. Das hier ist dann schon eigentlich wirklich ASCII-Art. Unten steht die Adresse zu einem AA-Projekt, komme ich auch gleich nochmal drauf. Also das ist jetzt dann wirklich Buchstaben in Graustufen oder Zeichen, Raute, Punkt, sind ja nicht alles Buchstaben, so zusammengefügt, dass es eben halt ein Bild ergibt. Also das ist hier, glaube ich, Leonardo da Vinci, die Augenpartie, ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher, aber irgend sowas. Ist, glaube ich, die Grundlage ist irgendein Gemälde, was dann eben halt mit geeigneten Tools in ASCII-Art übersetzt wurde. Ja, Programme und Tools für ASCII-Art, also mit denen man im Prinzip Bilder, Videosequenzen konvertieren kann, erstellen kann und in ASCII-Art darstellen kann, basieren meistens immer auf der AA-Lib, wird wahrscheinlich schon mal jeder schon mal gehört haben. Das ist AA-Lib im Gegensatz zur LibKK in der zweiten Zeile, in dem zweiten Anstrich. AA-Lib ist in Graustufen, schwarz-weiß oder in Graustufen und LibKK ist im Prinzip das gleiche Pendant in bunt, also farbig. Jetzt kann man natürlich überlegen, ja, wie funktionieren denn überhaupt so eine Libraries, so eine Programme? Man findet komischerweise auch nicht allzu viel darüber. Zumindest habe ich da nicht allzu viel darüber gefunden. Klar, man kann sich jetzt die Quelltexte angucken, habe ich teilweise auch mal gemacht, weil ich auch mein Problem mit dieser 7-Segment-Matrix mal gelöst haben wollte und habe da mal ein bisschen reingeguckt und an ein paar Stellen auch gefunden, wie sowas funktioniert. Im Prinzip wird dort ein Bild in Raster, also in verschiedene unterteilt in verschiedene Flächen und diese Flächen werden dann analysiert und dann wird im Prinzip geguckt, ja, wie sieht die Kontur jetzt in diesem kleinen Bildausschnitt aus, wie ist diese visuelle Helligkeit, Kontrast, Farbe und dann wird das entsprechende Zeichen dafür gesucht, was am besten reinpasst. So muss man sich das ungefähr vorstellen. Dachte ich auch, dass ich damit auch mein Problem lösen konnte. Kann man wahrscheinlich, aber fand ich dann doch zu kompliziert und musste eben halt 10 Jahre warten, bis ich dann wirklich auf die Idee kam, wie sowas funktioniert. Programme und Tools, die so bekannt sind, die man dafür benutzen kann, um so eine Bilder- oder Videosequenzen in ASCII-Art zu übersetzen. RView kann allerdings nur PNM-Bilder als Input verarbeiten. Dann gibt es noch GP2A, kann dann auch JPEG und PNG-Dateien.
Der M-Player hat auch ein Video-Device, das ASCII-Art ausgeben kann. Kann jeder mal ausprobieren. Ich habe mir jetzt mal, weil das dann auch irgendwo eine Rolle bei der 7-Segment-Matrix haben wird, habe ich mir jetzt mal diese H-ASCII-Cam ausgesucht und ich habe hier noch eine zweite Kamera. Und wir H-ASCII-Cam starten. Ich sehe gerade, so toll sieht es gar nicht aus. Halt, warum sieht man das nicht im Video? Okay, sieht man nicht. Doch, jetzt sieht man es. Ah ja, okay. Ja, so sieht das im Prinzip aus. Über die Leitung ist es jetzt ein bisschen langsam, die ganze Geschichte, aber im Prinzip sieht man mich jetzt auch live. Ich halte mal meine Hand direkt vor die Kamera. Ja, ist ein bisschen zeitverzögert. So muss man sich das ungefähr vorstellen. Also Video-Device, ein bisschen rumrechnen und dann wird das Ex-Fenster wieder ausgegeben in ASCII-Art. Okay, ich mache mal das Fenster wieder zu und gehe in dem Vortrag weiter. So. Gut, aber das soll eigentlich gar nicht das Thema des Vortrages sein. Ich habe ja gesagt, ja, ASCII-Art ist schön für die Einleitung, aber Thema des Vortrages wird es nicht sein, sondern es geht hier rum. Es geht um diese berühmte 7-Segment-Matrix, die ich mal vor 10 Jahren gefunden habe, wo ich dieses Jahr im Frühjahr wieder ein bisschen rumexperimentiert habe. Also es geht im Prinzip darum, solch eine Matrix, wie man hier auf der rechten Seite sieht, aus diesen 7-Segment-Anzeigen zusammenzubauen. Kann man sich ja vielleicht noch vorstellen. Die gibt es als Viererblöcke, die gibt es auch als Einzelblöcke. Wie man das dann baut in Hardware ist egal. Aber ja, so ungefähr sieht das aus. Und das Ziel ist jetzt im Prinzip, zum Beispiel solch ein Bild auf solch einer Matrix dann darzustellen. Also es kann ein Bild sein, es können auch Zeichenoperationen sein, werden wir jetzt vielleicht nachher in den Bildern auch ein bisschen sehen. Also Striche zeichnen, Linien zeichnen, irgendwas zeichnen. Sollte man nicht alles so eng sehen. Okay, also ja, zusammengefasst, worum geht es eigentlich? Einzelne 7-Segment-Anzeigen in einer Matrix anordnen, ist klar, hatte ich schon erzählt. Und eben halt diese Matrix muss natürlich in ein XY-Koordinatensystem unterteilt werden, damit man natürlich auch eine Zeichenfläche hat und auch irgendwas darauf darstellen kann, wie zum Beispiel ein Pixelbild oder eben halt eine Linie zeichnen mit irgendwelchen primitiven Algorithmen, die eine Linie darstellen können, einen Kreis oder was auch immer. In diesem Koordinatensystem soll jeder Punkt einzeln ansteuerbar sein, logischerweise, klar, sonst könnte man da nichts Sinnvolles hinbauen oder hinzeichnen. Das war meine Annahme übrigens auch 2013, dass man das nicht braucht, sondern dass man sagt, ja okay, so eine 7-Segment-Anzeige, das ist irgendein Zeichen und darauf müsste ich jetzt irgendwas konvertieren. Das war auch meine Annahme damals. Und deswegen hatte ich mich da auch ein bisschen mit ASCII-Art beschäftigt, mit den Libraries. Aber jetzt letztendlich, ich habe eine ganz andere Lösung gefunden, wo wirklich jeder Punkt einzeln ansteuerbar ist und wo man dann Bilder drauf darstellen kann. Ja, also die zu klärende Frage ist eigentlich, wie teilt man die einzelnen Digit-Segmente, also Digit, damit ist so eine 7-Segment-Anzeige gemeint, sinnvoll in ein XY-Koordinatensystem ein. Und die Lösungsvarianten, ich habe dann zweimal implementiert, ist einmal eine symmetrische Verteilung der Segmente und in der zweiten Variante eine ganz kruste, gepackte, komprimierte Verteilung der Segmente. Ich hoffe, das wird irgendjemand verstehen, wenn ich dann die Folien dazu aufzeige und das versuche zu erklären. Aber fangen wir einfach mal mit der ersten Variante an. Also so sieht eine 7-Segment-Anzeige aus. Schon mal ein bisschen stilistisch dargestellt. Wir haben ja 7 Segmente, die sind in der Regel in den Datenblättern von A bis F durchnummeriert. Es gibt dann hier noch einen Punkt, den kann man selbstverständlich auch ansteuern. Und das sind im Prinzip die zur Verfügung stehenden Segmente, die man bespielen kann. Ich habe es jetzt auch schon so dargestellt. Normalerweise sind die nicht so, die F und E und A und D nicht so nebeneinander, aber ich habe es schon mal so dargestellt, dass man das verstehen kann, wie da eine Koordinateneinteilung dann erfolgt.
Also in der Regel geht dieses A-Segment so bis hier und das F-Segment so bis hier. Das ist dann irgendwie so, damit es eine ganze Linie ergibt. Aber das habe ich mal außer Acht gelassen und habe gesagt, okay, das ist jetzt diese Einteilung einer 7-Segment-Anzeige und damit arbeiten wir. Okay, symmetrische Verteilung der Segmente. Also die 7-Segment-Anzeigen sind also in einer Matrix angeordnet. Und wenn man jetzt das ganz platt macht, deswegen auch vorhin diese Darstellung in der vorhergehenden Folie und sagt, okay, in X-Richtung sind das, also hier ist X, sind das diese Segmente, die man da anschaltet, also zum Beispiel in der nullten Zeile alle A-Segmente, in der ersten Zeile dann alle Segmente, die da F und B, F und B, F und B, F und B heißen. Und so weiter. In der zweiten dann die G-Segmente und genauso auch in den Spalten. Nullte Spalte, die F und E-Segmente, F und E und so weiter. A, B, A, G, D, dann erste Spalte, zweite und so weiter und so fort. Ich habe schon mal den Punkt hier außen vor gelassen. Das hat eine ganz be bestimmte Bedeutung, aber bei dieser Verteilung der Segmente werden wir gleich sehen, hoffentlich. Okay. Ja, genau. Also, das heißt also, stopp. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel den Bildpunkt 4,2 haben möchte, dann wäre das jetzt das blaue Segment hier. Oder 2 und 8, das gelbe und so weiter und so fort. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, was ist ein 1 und 1? Also XY 1, 1, das wäre jetzt genau das hier. Oder was ist genauso eine schlechte Geschichte? Und wenn ich, das sind im Prinzip Fehlstellen. Ja, also die sind einfach physisch nicht da in der 7-Segment-Anzeige und das sind dann im Prinzip Fehlstellen. Und in dieser symmetrischen Verteilung dieser Segmente oder Einteilung in dieses Koordinatensystem sieht man, dass ganz, ganz viele Fehlstellen da sind. Und wenn man jetzt hier noch den Punkt hinzuzählen würde, dann wären die Fehlstellen noch größer. Ja, schade, dass ich jetzt zu euch nicht in eure Augen gucken kann, ob ihr das versteht. Ich könnte mir vorstellen, wäre es jetzt ein Live-Vortrag, würde gleich eine Frage entstehen. Ja, scheut euch also nicht, eine Frage zu stellen in den Chat. Ich denke aber, das ist eigentlich noch relativ verständlich. Also wirklich in Spalten, in Zeilen eingeteilt und symmetrisch so die Segmente in diese Zeilen und Spalten einordnen, dafür einen Algorithmus schreiben und dann funktioniert. Und wichtige Message ist eben halt, wir haben ganz, ganz viele Fehlstellen. Deswegen gepackte Verteilung der Segmente. Also hier haben wir wieder unsere Ausgangssituation. Ich habe den Punkt jetzt auch hier wieder drin. Und wenn man jetzt virtuell das so zusammenpackt, sieht das erstmal sehr verwirrend aus. Das heißt, im Prinzip jetzt in der Spalte 0 ist das A-Segment, das F-Segment, das G-Segment, das E-Segment und das D-Segment. Das ist die Spalte 0. Und ja, und 0 bis 4, also 5 runter, sind dann die entsprechenden Zeilen. Und das B-Segment, das C und der Punkt, also das hier und das hier, wäre dann im Prinzip in der zweiten Spalte. Jetzt könnte man vielleicht denken, okay, das Ergebnis sieht dann ein bisschen komisch aus. Es sieht ja dann irgendwie so aus. Also hier das Virtuelle, hier die richtige Anordnung, hier nochmal in einem Koordinatensystem dargestellt. Und vielleicht zwei Beispiele. 1, 1 wäre dann im Prinzip das B-Segment von diesem Digit. Oder nehmen wir mal eins von hier unten. 2, 7 wäre das G-Segment von diesem Digit hier. Worauf ich hinaus wollte, achso, man sieht auch jetzt in dieser Darstellung, es gibt ganz, ganz wenig Fehlstellen. Also das sind zwei Stück pro Digit oder pro, genau zwei, also ein Digit, damit kann man ja adressieren von 0 bis 4 und von 0 bis 1. Also sind das 10 Pixel. Und zwei davon sind nur Fehlstellen. Währenddessen, ich gehe nochmal ganz kurz zurück, sind das hier ein paar mehr. Wir gehen ja hier 3 nach X und 5 nach Y. Und wir haben nur
Sieben Segmente, also ist es, sind 8 Fehlstellen in den 15 Pixeln drin, in den 3x5 Pixeln. Hier sind es eben halt nur die zwei, die ich hier mal angekreuzt habe für dieses eine Segment. Ich hoffe, das ist ungefähr verständlich. Ich habe lange überlegt, wie ich dieses Bild male, aber ich hoffe, dass es verständlich ist. Man könnte jetzt natürlich sagen, okay, ja, sieht das dann in dem Bild dann auch so cool aus, wenn das hier so komisch zusammengeschoben ist, also virtuell zusammengeschoben, links, physisch sieht es ja rechts aus. Da war ich auch zuerst skeptisch gewesen und habe dann auch tatsächlich diesen Algorithmus dann mal implementiert und fand dann, das Ergebnis sieht gar nicht schlecht aus. Jo. Ja, da das alles ein bisschen aufwendig ist, in Hardware zu bauen, kommen nachher auch noch ein, zwei Folien dazu, dachte ich mir natürlich erstmal, baust du ja einen Simulator in Software, um überhaupt irgendwie mal anzufangen, ein bisschen rumzuexperimentieren, meinen Spielbetrieb zu befriedigen und eigentlich auch rauszubekommen, wie das ganze Zeug funktioniert. Und dazu ist dann im Prinzip, dafür ist dann eine kleine Server-Architektur, habe ich mir dann einfallen lassen und habe gesagt, ja okay, die Clients, die die Matrix befüttern, die willst du auch später dann benutzen, wenn die Hardware vielleicht dann doch mal da ist in 10 Jahren. Und sagst, okay, machst du irgendwie eine Client-Server-Architektur und die Kommunikation zwischen den Clients und dem Server machen wir irgendwie über TCP/IP, also über Sockets. Und dann ist eben halt dieses Konstrukt entstanden. Also die Clients malen im Prinzip die Bilder oder konvertieren irgendeine Pixelgrafik in irgendein lustiges Format, was ich mir ausgedacht habe, und schickt das der Matrix. Und der Server ist dann im Prinzip die Matrix und wäre dann auch später im Prinzip auch die Hardware, die man da baut. Die stellt dann im Prinzip die empfangenen Bilddaten dar und gibt's aus. Okay. Dieser Simulator ist in mehreren Evolutionsstufen entstanden. Meine erste Version ist im Tickle TK geschrieben gewesen. Ich muss dazu sagen, ich bin so ein kleiner Tickle TK-Fan, deswegen war mein erster Gedanke, ja okay, in C willst du das jetzt nicht schreiben, machst es einfach in Tickle. Und deswegen gibt es auch eine Tickle TK-Version. Die Segmente wurden dann als Canvas im Prinzip definiert und waren dann auch relativ einfach ansteuerbar. Zum Schluss kommen noch mal ein, zwei Links in mein Repository, mein GitHub-Repository. Da kann man sich diese Geschichten auch angucken. Und wenn man da sich den Tickle-Code für den Server lächeln, das ist ein 30-Zeiler, irgendwie sowas, oder ein 50-Zeiler, müsste ich jetzt nochmal nachzählen, ist nicht besonders aufwendig, weil diese Grafikbibliotheken von TK relativ, und wenn man, gerade wenn man diese Canvas-Geschichten benutzt, relativ cool programmierbar sind. Also man muss im Prinzip dieses Canvas nur einmal auf diese Bildfläche legen, das bleibt dann dort und dann ändert man einfach nur die Eigenschaften, zum Beispiel den Hintergrund oder die Farbe oder irgend sowas, und dann funktioniert das schon. Hat natürlich auch den großen Nachteil, ist eine Interpretersprache, Python ist auch eine Interpretersprache, aber ich dachte mir, okay, das war dann noch so die Zeit, wo ich dann angefangen habe, Python zu programmieren. Artikel TK ist schon relativ langsam. Also so an Live-Bilder darstellen war überhaupt nicht zu denken gewesen. Programmierst das Zeug auch nochmal in Python. Ich habe dort eine andere Kommunikationsart zwischen Client-Server gewählt. Klar, geht auch TCP-Sockets, aber ich dachte mir, du hast noch nie was mit FIFO-Files gemacht. Ich wollte einfach mal gucken, wie das funktioniert. Jetzt habe ich es durchgestrichen, ich unterstreiche es mal nur so. So, okay. Und wollte einfach mal probieren, wie Unix-FIFO-Files funktionieren, und deswegen habe ich dort eine andere Kommunikationsart gewählt. Aber das ist im Prinzip Austausch, kann man auch mit TCP-Sockets machen, also kein Problem. Angefangen habe ich da auch mit TK-Inter, das ist das Pendant zu TK bei Tickle unter Python. Auch mit Canvas und Eigenschaften ändern, hast du nicht gesehen, und habe dann festgestellt, okay, es ist schneller, aber nicht so schnell, wie du es eigentlich haben möchtest. Also Live-Bilder wären immer noch unmöglich gewesen, beziehungsweise ich habe dann auch eine Live-Cam
unter Python mit TK-Inter programmiert. Da bin ich so auf eine Framerate von 0,5 gekommen. Also das hat so alle 2 Sekunden gedauert, bis dann der nächste Frame dann dargestellt wurde. Das ist natürlich total unbefriedigend. Und dachte mir, okay, Pi-Game könnte ja auch funktionieren. Man kann ja angeblich damit Spiele programmieren, dann muss es ja auch schnell gehen, also grafische Spiele programmieren. Und ich habe dann tatsächlich auch mit Pi-Game angefangen und da, das werden wir dann vielleicht nachher auch sehen, coole Performance, da bin ich bei so einer Livecam dann auf fast 30 Frames pro Sekunde gekommen, abgegriffen von einer Kamera und dann darstellen in dieser 7-Segment-Matrix. Gut, ja, wie sieht es jetzt aus? Jetzt kommen ein paar Bilder. Als Beispiele immer so Version 1, Version 2, wie sieht das aus? Wo sind da die Unterschiede? Die gehen wir jetzt einfach mal ganz kurz durch, damit man auch mal so einen Eindruck bekommt, wie das aussieht. Also das ist jetzt im Prinzip die Sicht auf den Simulator, also das, was später mal in Hardware gebaut wird, unter Umständen in 10 Jahren, großer Smiley. Und das ist jetzt mit der Adressierung von der Version 1, diese symmetrische Adressierung. Also da sieht man schon mal, die Punkte werden nicht angesteuert. Hatte ich ja auch gesagt, warum. Und man sieht, okay, das sind jetzt 1, 2, 3, 4 Linien, 5 Linien, nee, sagen wir ja, 1, 2, 3, 4 Linien, genau, 2 Waagerechte, 2 Senkrechte, eine Waagerechte, eine Senkrechte und 2 Schräge, also Diagonalen. Und da sieht man, ja, okay, sieht eigentlich gar nicht so cool aus. Also sieht schon mal nicht schlecht aus, aber ist eigentlich auch nicht cool, weil wir ganz, ganz viele Fehlstellen haben. Wenn man sich jetzt das Gleiche mit dem gleichen Algorithmus, die gleichen Linien in der Version 2 anguckt, mit dem Algorithmus der Version 2 anguckt, dann sieht man, oh, das sieht schon eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Und klar, eine senkrechte Linie, ich schalte nochmal zurück, Version 1 ist dann keine senkrechte Linie mehr. Erinnern uns ja, diese Segmente A und alles, was da links kommt und die da in der Mitte, die sind alle in einer Spalte drin. Der Effekt ist dann natürlich dieser. Ja. Aber man sieht, es ist feingranularer, es wird jetzt auch der Punkt benutzt und man erkennt eigentlich schon gar nicht mal so schlecht die Linien, dass es wirklich Linien sein sollen. Hier nochmal eine andere Variante, wo auch Graustufen zum Tragen kommen. Hier wieder in der Version 1. Also das sind im Prinzip senkrechte Linien gezeichnet und ich glaube, ich rotiere die graue Farbe bei 8 immer. Also ganz, ganz, ganz dunkel, ein bisschen weniger dunkel und so weiter, ganz hell. Das sind 8 Stufen, das immer wunderschön nebeneinander. Dann sieht man in der Version 1, ja, sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Aber wenn man sich das hier anguckt, finde ich das eigentlich noch viel, viel cooler. Man erkennt dort viel, viel mehr Einzelheiten und widerlegt eigentlich auch die Geschichte. Ja, wie sieht das jetzt eigentlich aus in diesem gepackten Format? Das sieht ja eigentlich ganz vernünftig aus. Wenn man sich nämlich jetzt das hier nochmal anguckt, das ist jetzt wirklich ein Pixelbild, 100 mal 100 in 8 Graustufen, glaube ich, runtergerechnet. Und das dann 1 zu 1 auf der Matrix darstellen. Hier jetzt die Version 1 wieder, die Variante 1. Ja, sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Wenn man so ein bisschen weiter weg geht vom Bildschirm, dann erkennt man auch was, dass ich das da sein soll mit einem komischen Kaltgetränk und einer Sonnenbrille auf einer Schiebermütze. Wenn man sich das aber in der Version 2 anguckt, okay, das sieht jetzt nicht viel, viel anders aus, aber man erkennt mehr Einzelheiten. Also es ist natürlich ein bisschen weiter gestreckt in X-Richtung. Das hängt mit der Adressierung zusammen. Ja, also bei der Version 1 habe ich 3 in X-Richtung. Bei der Version 2 habe ich 2 in der X-Richtung, deswegen ist es dann auch irgendwo ein bisschen gestreckt. Aber man sieht hier viel, viel mehr Einzelheiten. Also ich schalte nochmal zurück. Also gerade hier zum Beispiel in diesem Bereich, wenn man den sich hier anguckt, dann erkennt man viel, viel, viel mehr Einzelheiten. Oder auch mein Ehering sieht man, glaube ich, hier sieht man den meiner Meinung nach nämlich nicht. Und mein Ehering müsste irgendwo hier so sein. Irgendwo da ist er. Man erkennt das. Jo, so, nun kann man das natürlich auch in Farbe machen. Also was ihr bis dahin gesehen habt, das kann man natürlich auch in Hardware bauen. Aber ein Simulator kann natürlich auch Farbe darstellen und deswegen habe ich mir gesagt, na okay, kann man zwar nicht bauen in Farbe, wobei ich jetzt aber letztens gefunden habe, dass es tatsächlich 7-Segment-Anzeigen gibt
in Farbe und in RGB-Farben sogar. Aber die sind schweinisch teuer. Also da kostet einen so ein Digit, glaube ich, über 10 Euro. Das will man sich nicht antun. Aber an einem Simulator ist es ja kein Thema. Kann man machen und auch ein bisschen rumexperimentieren damit. Und dann sieht die ganze Geschichte ungefähr so aus. Also das sind jetzt im Prinzip das gleiche Bild, nur jetzt, ich glaube, 32 Farbstufen habe ich hier in dem Bild hier. Ich hätte das auch so lassen können von der Farbabstufung, dann würde das alles noch ein bisschen anders aus. Das wird dann übrigens auch, glaube ich, dann bei der Livecam so sein. Ja, also kann da im Prinzip alle Farben darstellen. Also das ist in der Version 1, kennen wir schon. Und hier ist die Version 2, wieder ein bisschen gestreckt, ein bisschen mehr Einzelheiten. Und hier ist übrigens mein Ehering, da diese helle Stelle dort. Ja, okay. Gut, jetzt wäre bei mir immer der Punkt, wo ich frage, habt ihr Fragen? Habt ihr das verstanden, was ich hier erzählt habe? Okay, aber vielleicht scheut euch nicht, in den Chat irgendwas reinzuschreiben. Jede Frage wird gerne beantwortet von mir, wenn ich sie beantworten kann. Ansonsten gehen wir einfach mal weiter. Also das war jetzt der eigentliche Simulator, der vielleicht später auch mal in Hardware gebaut werden soll. Jetzt kam natürlich die Geschichte, ja okay, Performance, ja, wie weit kann man die Performance treiben, wie weit kann man das optimieren alles, damit man so wenig wie möglich dann hier in dieser roten Schleife, das ist machen muss. Und deswegen dachte ich mir, okay, machst du wirklich jetzt mal so eine Kameraanbindung an ein Videodevice und stellst dann die Frames, die du von der Kamera abgreifst, in so einer Matrix dar. Und das ist im Prinzip das Ergebnis. Sehen wir uns auch gleich nochmal live an, wenn es funktioniert. Genau, ist diesmal keine kleine Serverarchitektur, weil ich mir dachte, okay, jetzt willst du natürlich die größte Performance rausholen, die überhaupt geht. Logischerweise kann man das natürlich auch in kleinen Server programmieren, also dass der Client das Videodevice abfragt und in einem bestimmten Protokoll das zu dem Server schickt, geht auch. Aber ich dachte mir, okay, da ist schon ein bisschen Performanceverlust dabei und deswegen machst du es erstmal als eine monolithische Anwendung. Monolithisch ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, das ist auch nur 50, 60 Zeilen an Python, wenn überhaupt. Und es sieht ungefähr so aus. Also es gibt ein paar Übergabewerte, die man da angeben kann. Also man kann die Matrix-Version, also Version 1 oder Version 2 als Übergabeparameter angeben, die Dimension der Matrix und das Videodevice, was man da abfragen will, ist für heute wichtig, weil da ist eigentlich meine Hauptkamera, da ist die Kamera, mit der wir das dann gleich aufzeichnen werden. Oder deswegen auch sollte man natürlich auch irgendwie so einen Übergabeparameter haben, Videodevice. Dann der Trick, den ich dann angewandt habe, also es ist in steht das dann irgendwo nochmal? Nee. Es ist im Pygame geschrieben. Der Trick bei der Geschichte ist dann genau diese zweite Geschichte hier. Ich berechne die Matrix im Prinzip schon vor und speichere mir, also vor allen Dingen, also die X-Start, Y-Start, X-Ende und Y-Ende, ist ein Schreibfehler drin, sehe ich gerade, berechne ich vor die Koordinaten, dass das nicht jedes Mal neu berechnet wird, weil diese Berechnung ist schon relativ aufwendig und war auch der Hemmschuh dann bei den anderen Geschichten und wird in einer Liste abgelegt und dann wird im Prinzip hier in der Hauptschleife, die dann in der Endlosschleife, wird dann einfach nur dieses Feld durchgegreppt und wird dann die entsprechende Farbe gesetzt aus dem Frame heraus. Also die Matrix wird vorberechnet, ist ein riesengroßes Listenfeld, der Quelle hust aus, wie das da vorberechnet wird, aber das muss nur ein einziges Mal gemacht werden. Dauert auch ein paar Sekunden, werden wir vielleicht gleich sehen. Okay, und drin, die dann im Prinzip in dieser Schleife ständig aktualisiert wird, der Farbwert. So, dann wird einmal das Video-Device nochmal aufgemacht, das Fenster wird initialisiert und dann geht es im Prinzip eigentlich in eine Endlosschleife. Es wird ein Frame von dem Video-Device gelesen, es wird konvertiert, also das Farbschema wird nochmal angepasst, findet ein Resizing statt auf die 100x100 oder wie viel auch immer Pixel, die man hier irgendwo angegeben hat
Und ja, ich flippe, glaube ich, auch nochmal das Bild. Also ein bisschen rumkonvertieren, alles nichts Aufregendes. Und dann wird diese Matrix im Pygame gezeichnet. So, was ist die nächste Folie? Okay, dann starten wir noch einfach mal. Diese Cam. Ich habe sie jetzt in einem zweiten Terminal gestartet und ihr habt gesehen, es hat jetzt ein paar Sekunden gedauert, bis das Bild kam. Das ist genau die Geschichte, wo diese Matrix ausgerechnet wurde, da, wo das Kreuz ist. So, und ab jetzt sieht man ja im Prinzip das Bild. Jetzt befinden wir uns in diesem Endlos. Und man sieht die Rate gerade aus, die aktuell ist. Ja. Diese hier. Okay. Genau. Ja, man sieht also so 27 Frames in der Sekunde. Also es wird wirklich 27 Mal das Videodevice abgefragt. Es wird konvertiert. Farbschema wird ein bisschen angepasst. Und die Matrix im Pygame gezeichnet. Ich habe jetzt mir mal, ja okay, jetzt habe ich gerade meine Hauptkamera ausgeschaltet. Ich habe hier so einen kleinen Aufkleber von den Potsdam Royals. Also ich bin American Football Fan, weil mein Schwiegersohn spielt auch in dieser Mannschaft. Ich habe hier mal so einen Aufkleber mit dem Vereinslogo und halte ihn mal jetzt direkt vor diese Kamera. Man sehen, man erkennt eigentlich tatsächlich eine ganze Menge. Also das ist der Brandenburg Adler und dann steht da irgendwo Potsdam Royals, das erkennt man nicht, aber diesen Adler mit der Krone erkennt man eigentlich ganz gut, denke ich, und finde ich eigentlich vollkommen cool. Und wie gesagt, Videodevice direkt abfragen, konvertieren ein bisschen und einfach zeichnen und das mit fast 60 Frames in der Sekunde. Okay, ich schalte das mal aus. Soll ich jetzt meine Kamera wieder einschalten? Ich probiere mal. Ach so, okay. Ja, alles klar, ich lasse aus. Alles klar. Gut, also das war diese 7-Segment-Kamera, reiner Spieltrieb. Ich wollte wirklich mal gucken, wie schnell kann man das machen. Und das Ergebnis habt ihr gerade gesehen. So, nächster Slide. Hier nochmal ein kleiner Vergleich der Variante 1, also diese symmetrische Verteilung der Pixel und Variante 2, die etwas komische, gepackte, unsymmetrische Verteilung der Pixel, die aber eigentlich gar keinen Einfluss, Beweis habe ich ja gerade geführt, auf das Videobild an sich hat. Man erkennt trotzdem, was es ist. Das menschliche Auge ist da auch, glaube ich, ein bisschen gutmütig und sagt sich, ja okay, wenn ich da was erkenne, dann könnte das sein und dann wird ja da irgendwo was assoziiert im Gehirn, dann passt das schon. Aber hier nochmal der Vergleich der beiden Varianten, abbildbare Pixelfläche auf einem Digit. In der Variante 1 hatte ich vorhin schon kurz angedeutet, in X-Richtung nur sind es 3, in Y-Richtung 5, bei der Variante 2 sind es nur 2 und 5. Und daraus resultiert dann eben halt auch die zweite Zeile, ne? Also wenn ich mein Bild in 3x5 für die Variante 1, 3x5 Flächen einteile und dann da die Koordinaten ansteuere, habe ich 8 Fehlstellen. Währenddessen bei der Variante 2 nur 2 Fehlstellen. Gut, man könnte jetzt noch den Punkt, wie gesagt, hinzufügen, aber dann würde das auch in X-Richtung nochmal weiter werden und dann sind es noch viel, viel, viel mehr Fehlstellen. Ja, also 3x5 sind 15 Pixel, 7 Segmente, 15 mal 7 sind halt genau diese 8 Fehlstellen. 2x5, das sind 10 Pixel, 8 Segmente kann ich ansteuern, fehlen also genauso, genau noch 2. Pro und Contra. Ja, das Pro bei der Variante 1, symmetrisches Abbild. Der Verbrauch an einzelnen Anzeigen, wenn man es dann später wirklich in Hardware bauen will, ist geringer. Contra ist natürlich dieser schlechte Ausnutzungsgrad, den ich hier oben verdeutlicht habe. Variante 2, das Pro, natürlich dieser große Ausnutzungsgrad. Eigentlich müsste man auch noch hinschreiben, man kann auch mehr Details erkennen in diesem Bild. Und das Contra, ja, unsymmetrisches Abbild, okay, kann man sich drüber streiten.
Aber das ist hier eigentlich das Entscheidendere. Ich brauche um die gleiche Fläche, ich bin jetzt mal von der 48 mal 50 Pixel ausgegangen, brauche ich in der Variante 1 genau 160 Anzeigen Hardware und in der Variante 2 sind 240. Also das ist dann schon irgendwo so eine Geschichte, die einmal Geld bedeutet, die aber auch das Ansteuern interessant macht. Kommt gleich noch eine Slide dazu. Also das ist so ein bisschen der Vergleich dieser beiden Varianten. Und ja, was kommt jetzt? Vielleicht oder auch nicht oder in 10 Jahren. Also ich bin mir relativ sicher, ich habe die Lösung gefunden, wie man so eine Matrix vernünftig ansteuert. Jetzt fehlt natürlich das Ding noch in Hardware. Ja, und das sind so die Punkte, die man irgendwie lösen muss. Klar, das erste ist irgendwo eine Geldlösung oder ein Geldproblem. Ob ich da jetzt, wo sind wir jetzt hier gerade, für Variante 2 habe ich es nochmal dargestellt. Wenn ich also eine Pixelfläche von 48 mal 50 haben will in Variante 2, dann entspricht das ungefähr 240 Digits, Einzeldigits, beziehungsweise wenn ich diesen Viererblock nehme, den wir auf der dritten, vierten Folie gesehen oder irgendwo in der Mitte mal auf irgendeiner Slide gesehen haben, dann würde das bedeuten 60 so eine Vierer-Digits. Es wird natürlich entsprechend größer, also diese Matrix, die man jetzt hier gesehen hat, die ist natürlich viel, viel größer. Ich weiß jetzt gar nicht, was das war. Ja, keine Ahnung, das waren jetzt schon ein paar mehr Digits. Beim Simulator kann man ja machen, was man will. Aber die Probleme, die man dabei eben halt auch lösen muss, für mich ist eigentlich das hier das größte Problem. Wenn man jetzt wirklich diese 240 Einzeldigits voll belastet, also in höchster Helligkeit ansteuern würde, was ja im Prinzip auch die Fallback oder die Fallback der Fallback sein oder das größte anzunehmende Problem ist, ob man es jetzt will oder nicht, ist eine andere Geschichte, aber es kann ja passieren, dann fließen da 38 Ampere Strom. Ja, also das ist schon eine Hausnummer. Und klar, wenn man das jetzt in Graustufen, also die Helligkeit irgendwie regeln will, dann muss man da irgendwie PWM, also Pulsweitenmodulation benutzen. Also die Digits werden nicht statisch mit einem Strom angesteuert, sondern das geht so ein bisschen gepulst und je nachdem, wie hell es sein soll, ist die Pulsbreite mehr oder weniger. Und das ist auch so ein Problem. Wie steuert man 240 Digits per PWM an? Einzeln, ja, jeder Pixel, jedes Segment soll ja einzeln angesteuert werden. Also da hat man auch noch ein paar Hardware-Probleme zu lösen, wie man es macht. Also es gibt PWM-Controller, die mehrere Kanäle haben, auch mehrere, ich will jetzt nicht sagen Dutzende, aber schon einige. Aber da braucht man auch trotzdem ein paar davon. Man muss die irgendwie sinnvoll zusammenschalten. Und ich gehe nochmal auf die zweite Folie, auf die dritte Folie, das sieht dann irgendwann so aus, ne? Also das wird schon eine spannende Geschichte werden. Ich will nicht wissen, wie das hier hinten aussieht. Okay. Also das sind so die Probleme, die man lösen muss, wenn man das ganze Zeug in Hardware baut. Klar, der mechanische Aufbau spielt dann auch irgendwo eine Rolle. Viel verkabelt. Das Ganze soll auch irgendwo stabil sein. Ja, mal sehen, ob ich das mache. Gut, ich bin jetzt im Prinzip eigentlich durch mit dem Vortrag. Ich warte immer noch auf Fragen, aber hier noch ein paar weiterführende Informationen. Also zwei Repositories auf GitHub von mir. Das eine ist so ein bisschen Tickle, das hat nichts mit der Matrix zu tun. Da sieht man maximal, wie diese Client-Server-Anbindung über Sockets funktioniert. Deswegen habe ich das mal mit aufgelistet. Aber das ist hier eigentlich so mehr das Entscheidende. Da sieht man dann wirklich den Tickle-Code, den Python-Code. Da sieht man diese 7-Segment-Kamera. Kann man sich gerne mal anzeigen. Ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Wird, glaube ich, jeder verstehen, der ein bisschen Python oder Tickle kann. Schaut einfach mal rein. Gut. Ich bin jetzt durch. Wenn Fragen sind, gerne. Okay. Gut. Ja, wenn es keine Fragen gibt, bedanke ich mich.
Und wer Lust hat, kann mich nochmal um 16 Uhr hören und sehen. Da rede ich ein bisschen was über WebPy, Webprogrammierung mit Python. Wer Lust hat, schaltet sich nachher nochmal eine Stunde rein. Okay.